Meine Damen und Herren, es bleibt weiterhin spannend bei Pokémon Mystery Dungeon und damit ein herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die wirklich spannend ist. Ihr wisst es schon vielleicht, wir sind auf dem Donnerberg und es geht weiter. Hier mit einer wesentlich schwereren Ebene, der Donnerberggipfel. Alles, was ihr bis jetzt gesehen habt an Stärke, solltet ihr vergessen. Das hier ist nicht mehr zu toppen. Oh Mann, wir haben noch einen, soweit ich weiß, haben wir nur einen einzigen Belebersamen. Und das wird nicht einfach, das wird nicht einfach, ich weiß es jetzt schon. So, 117 Erfahrungspunkte. Werden mir wahrscheinlich aber nicht mehr viel bringen. Was ein Segen! Eine Sinelbeere gefunden. Das bedeutet, gegen den Kampf, gegen das legendäre Pokémon. Zapdos, haben wir doch vielleicht noch eine Chance. Ah, Mist! Es hätte immerhin noch eine Belebersamen sein können. Ich treffe mal wieder nicht, ne? Mann! So. Statusveränderung aufgehoben. Obwohl Tenso ist weg vom Fenster. Der Ausgang befindet sich definitiv in... nach rechts Richtung, wollte ich gerade sagen. Aber er befindet sich rechts am rechten Rand der Karte. So, das musste ich machen. Und immerhin, Markus erreicht noch ein Level. Ich werde Magnetilo ein bisschen machen lassen. So, habe jetzt einige meiner KP aufgefüllt. Oh Mann, das ist echt spannend. Jeden KP nutzen wir. Das sollten wir definitiv machen in den letzten Ebenen. Wir essen einen Apfel erstmal. Und dann einen... Ne, den hebe ich mir auf. Den hebe ich mir unbedingt auf. Puh, den hätte ich beinahe gegessen. Bäm. Das war gut. Ein KP, damit kann ich leben. E3, Leute. E3. Und damit sind wir am Gipfel des Donnerbergs angekommen. Hey, Zapdos, wo bist du? Wir sind hier, um Tangolis zu retten. Komm schon, wir wollen kämpfen. Keine Sorge. Ich habe euch gewarnt. Mit Eindringlingen kenne ich keine Gnade. Ich habe überhaupt keine Angst. Hey, Zapdos, lass Tangolis frei. Wir sind ein Pokémon-Retter-Team. Ich höre große Entschlossenheit aus euren Worten. Also stellt euch meinem enormen und gerechten Zorn. Und leider Gottes fängt es schon sehr ungünstig an, dass Pikachu vorne steht. So, wir werden als allererstes... Was machen wir als allererstes? Wir senken Zapdos Angriff. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Übrigens ist das Erzwingen, was hier die ganze Zeit so komische Geräusche macht. Die Spezialverteidigung sinkt dadurch. Essen! Bam! 30 Schadenspunkte. So, und jetzt nutze ich die Gunst der Stunde und Glut! Viel! Mann!
Hier geht's ran, komm, Glut! 110 Schadenspunkte, das überlebt Zapdos nicht! Mann! Da habe ich doch sogar den letzten Belebersamen gar nicht gebraucht. Zapdos ergibt sich. Was geschieht hier? Willst du noch mehr? Komm nur her! Genug. Der Kampf hat lange genug gedauert. Ich habe mich beruhigt. Nimm Tengulis mit. Ihr Kinder, ihr habt mich beeindruckt. Aber das nächste Mal wird es nicht so einfach werden. Ich werde mich dann nicht zurückgehalten. Also seid gewappnet. Bis dahin solltet ihr an euren Fähigkeiten arbeiten und trainieren. Wow, und da fliegt Zapdos davon. Und da kommt Tengulis. Bist du in Ordnung? Au, au. Ja doch. So einigermaßen. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Das war spektakulär. Dass ihr Zapdos vertrieben habt. Jawohl. Für ein schlichtes Glumanda bist du äußerst stark. Oh, das ist unser ein großer Bruder. Hui. Ich habe es bereits bei unserer ersten Begegnung gespürt. Vielleicht. Du bist kein Pokémon, ist es nicht so? Wow, wie kommst du drauf? Aber du hast recht, Pokémon Tutorial TV ist kein Pokémon. Pokémon Tutorial TV ist ein Mensch. What? Was? Ein Mensch? Kann sowas überhaupt passieren? Er kann es sich auch nicht erklären. Pokémon Tutorial TV wachte eines Morgens auf und war halt eben ein Pokémon. Und erinnert sich an absolut null und gar nichts. Kommt mir so ein bisschen nach Komasaufen vor. Aber keine Sorge, wir sind ja nur ein Pokémon. Oh, warte mal. Lombrero hat damals am Pokémon-Platz etwas erwähnt. Er sagte, Simsala wüsste alles. Simsala, hast du eine Ahnung, warum Pokémon Tutorial TV zu einem Pokémon wurde? Nein. Das ist mir nicht bekannt. Oh, ich dachte, du würdest es wissen. Jedoch, es gibt einen Weg, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Oh ja, welchen denn? Begibt euch auf die Reise zum Berg der Vorzeit. Dort lebt ein Pokémon, das stets in den Himmel blickt. Ein Pokémon, von dem die es heißt, es könne in die Zukunft sehen. Xatu ist sein Name. Er sollte Licht in die Angelegenheit des rätselhaften Freundes bringen können. Okay, lass uns zu Xatu gehen. Gehen wir, Pokémon Tutorial TV, auf zum Berg der Vorzeit. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns schnell zurückgehen. Tengulis, komm. Wir beeilen uns. Ja, ich schätze, das sollten wir tun. Pokémon Tutorial TV, jetzt stehen hier nicht so rum und lass uns nach Hause gehen. Weg sind sie. Simsala. Ich kenne dich jetzt wirklich lange genug. Beim besten Willen, das war doch nicht alles, was du wusstest. Du weißt mehr darüber, oder? Es gibt etwas, das mich wirklich beunruhigt. Doch im Augenblick wollen wir davon schweigen. Es ist besser, diesen Aspekt nicht zu erzählen. Um ihren Willen. Möchtest du dein Abenteuer speichern? Ja, ich denke mal, das kann man auch speichern, dass wir gegen Zapdos so erfolgreich gekämpft haben. Am nächsten Morgen, meine Lieben, geht es weiter mit Pokémon Mystery Dungeon. Und da ist auch schon Markus. Alles klar, die Riesenschlucht. Huch. Hör mal, Markus, was ist denn? Ich verstehe nicht. Warum bemühst du dich so? Warum? Wieso fragst du das? Du tust es nicht für dich. Du sagst es, aber genau deswegen strenge ich mich noch mehr an, weil es eben nicht für mich ist. Wir sind doch Freunde, Pokémon Tutorial TV, oder nicht? Ich will mein Bestes geben, weil es für dich tue. So ist das.
Aber egal, lass uns einfach alles in der Macht Stehende tun. Wie immer. So. Post gibt's heute nicht. Post bleibt heute aus. So, gucken wir mal, ob Gekleon was Neues hat. Taubsamen. Die sind richtig cool, aber lassen wir mal lieber. Oh, eine TM! Das ist richtig cool. Geheimpower hier hat schon echt Power. Also wirklich nicht so wie in einem richtigen Pokémon. So, dann kaufen wir uns doch erstmal ein Areal, oder? Prachtebene. Was anderes können wir jetzt auch nicht erwerben zum jetzigen Zeitpunkt. So, dann gucken wir mal. Was gibt's denn so auf dem Infobrett? Braungummi am Donnerberg. Ja, wusste ich. Oh, du weißt schon Bescheid, und es ist ja gut. Es hatte tatsächlich einer in den Kommentaren erwähnt, er wusste nicht, dass man mehrere Jobs gleichzeitig annehmen kann. Also hättest du mal mit Snubbel sprechen sollen und dann hättest du durchaus gewusst, dass man mehrere Jobs annehmen kann. Man muss ein bisschen mit den Leuten interagieren. Wie man sieht, dann findet man viel raus. So, lagern. Was will ich Samen lagern, beim besten Willen? Auf der Samenbank kann man gut den Samen lagern. Aber hier sind wir leider nicht. Sondern bei Kangama-Lager und nicht auf der Samenbank. So, rosa Gummi und zweimal weiß Gummi. Die habe ich in den ersten Ebenen des Donnerbergs gefunden. Ich denke mal, nehmen wir wieder mit. Ich will immer noch so bist. So, und bist kriegt erstmal alle Gummis, die wir haben. Hm, hübsch. Statusprüfer, was eine Fähigkeit das ist, wenn wir uns gleich angucken. So, dann gucken wir noch. IQ prüfen. Das ist natürlich cool. Die aktivieren wir sofort. Und ich kann euch auch sagen, warum. Denn, Magnetilo kann zum Beispiel Superschall. So, wenn jetzt das Pokémon verwirrt wird, hat Magnetilo bis jetzt immer Superschall danach nochmal eingesetzt, obwohl das Pokémon verwirrt war. Jetzt aber wird Magnetilo prüfen, ob es verwirrt ist. Und wenn es halt verwirrt ist, wird es halt keinen Superschall mehr machen. Schön, ne? Und ja, ihr fragt euch jetzt, what? Ich gehe schon direkt zu der Riesenschlucht. Oh ja, wir haben Zapdos gepackt und deswegen kann uns nichts im Wege stehen. Gar nichts. Auch nicht die Riesenschlucht. Und die ist wirklich episch. Ich liebe wirklich einige dieser Dungeons sehr am Anfang. Es gibt so einige Dungeons in den in den späteren Verläufen, wo ich nicht mehr so liebe. Aber diese Dungeons sind echt episch und vor allen Dingen, schaut euch diese Grafik an. Ich liebe es einfach. Es passt zu einer Schlucht. So, da ist Hubeluf. Ich bin mal gespannt. Wie ihr seht, sind die Pokémon noch nicht so stark. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei Dummiesel auch der Fall ist. Ja, es kann jedenfalls eine altbekannte Fähigkeit. Nicht Angsthase. Ja, und jetzt rennt Dummiesel einfach weg. 34 Pokédollar aufgehoben. Das wird sich noch ändern. Das wird sich sicherlich noch ändern. Und die Riesenschlucht ist nicht klein. E2. Wir werden noch einige Ebenen zu bestreiten haben. Viele Pokémon können Angst haben in den ersten Ebenen. Da habe ich gerade meine Augenbrauen hochgemacht bei diesem Schaden. Wow. Fast 30 Schadenspunkte. Das ist echt eine Hausnummer. Klargummi. Vielleicht, wenn ich Hunger habe, esse ich dann Klargummi. Oh, zwei Items und
Man findet ja auch nicht schlechte Items, wie ihr seht. Also im Gegensatz zum Donnerberg findet man hier auch wirklich bessere Items. Ich wäre ja mal dankbar, wenn Pikachu dieses Hubbeluft besiegt. Yay! Pikachu-Applaus! Oh, meine Fresse! Wie viel Pokémon? So, jetzt muss ich aber hier mal erstmal ein bisschen aufräumen. So, wir gehen jetzt definitiv... Ja, wir gehen jetzt definitiv nach unten, weil ansonsten wird das hier ausarten. E3. Ein Funfee. Heuler erstmal. Kommen aber leider auch, wie ihr seht, nicht mehr so viel Erfahrungspunkte. Klatscher! Guter Schachzug. Naja. Für Magnetilo war es ein leichtes, sich zu besiegen, Hubbeluff. Oh, das hebt nämlich mit. So, Items, Spezialband geben wir natürlich auch Markus. Dann tragen wenigstens beide meine Pokémon Spezialband. So, sind ein Raum mit einigen Pokémon. Boah, was ein Schaden. So, das eine Dodo haut schon ab. Kommt aber nicht an Magnetilo vorbei. Bam, und gleich macht mal der Donnershot mehr Schaden. Das gefällt mir doch. Und ihr seht, 206 Pokédollar. Also, gleich mal ein ganzes Zaster mehr hier. Man findet hier wirklich gute Items in der Riesenschlucht. Also deswegen auch einer meiner liebsten Dungeons, die ich wirklich in dem gesamten Spiel habe. Und es ist schon so früh. Komm, ich muss es besiegen, oder? Reicht das? Ich weiß es gar nicht. Oder wird mir dadurch immer noch KP abgezogen? Ich glaube nicht, oder? So, nein, wird mir nicht. Kratzer! Oh, eine Linkbox! Hey, yeah. Cool! Was diese Linkbox macht, zeige ich euch gleich. Also ich mach mal Info. Eine geheimnisvolle Box, mit der Attacken kombiniert und gelöst werden können. Also im Prinzip genau das, was man im Schlupup-Shop auch machen kann. Ich werde euch das jetzt mal demonstrieren. Einfach, weil ich jetzt Lust habe. Genau. Ne, wir machen es so. So, jetzt habe ich nämlich Heuler und Kratzer verbunden. Ihr werdet sehen, was das auf sich hat. Dann habe ich auch wenigstens mal Link-Attacken gezeigt. So, irgendwas wurde aufgehoben, soll uns nicht interessieren. Weiter geht's in der Riesenschlucht. Ja, attackier mal den Felsen, ne? 92 Erfahrungspunkte bringt uns dieses Gramox. Heuler und Kratzer Kombi. Oh, knapp, knapp, meine Lieben. Heilen wir uns doch ein bisschen. So, Pikachu vervielfältigt sich 3000 Mal.
Jetzt habe ich leider schon wieder fast meine ganze KP verloren. Würde ja gerne mindestens mehr als die Hälfte haben. Stachelspore trifft beide Pokémon. Ja, Magnetilo hat es leider erwischt. Ist jetzt paralysiert. Paralyse aufgehoben. So, bevor jetzt Pikachu hier die ganze Zeit Doppelteam einsetzt, gehe ich jetzt einfach mal die Treppe runter. E7 der Riesenschlucht. Gleich zwei Wunderfelder in diesem Raum. Wenn ich jetzt Glut einsetze, kriegt es dann trotzdem was ab? Nö. Die Heuler-Kratzer-Kombi ist definitiv gut. Glut. Bam, Scarabon überlebt das nicht. Oh, dann kommt gleich mal ein Mutiska angerannt. Hui. Ja, kommst jetzt endlich mal. Wunderbar. Und Glut. Tschüss. Wachstum nichts gebracht. Und ja, 184 Erfahrungspunkte. Mann, willst du mich nerven? Ja! So, heile, heile. Mit Schwester Joy. So, liebe Leute, ich will mal sagen, auf E7 ist dann Schluss in dieser Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr diese liked oder sogar favorisiert. Ich besitze eine Facebook-Seite, die ist unten in der Beschreibung bei jeder Mystery Dungeon-Folge verlinkt. Wenn ihr noch nicht reingeschaut habt, tut das unbedingt. Hier an der Stelle ist Schluss. Ich sage bis dann, Servus und Tschüss.